Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Spiritfarer. Wir sind am Schrein angekommen, klicken wir ihn mal schnell an und schauen, was Lilly uns zu sagen hat. Wir haben es uns ja schon gedacht, dass der Drache ein Sinnbild für Krebs ist. Da wurden tatsächlich ein paar Theorien bestätigt. Oder ein paar Gedanken. Ups, falscher Knopf, da. Schrein am Graunebelgipfel. So, wir müssen jetzt Bugs Freund finden. Was? Aber wir haben doch nur transportiert. Alle der Silberkompanie zusammen. Mal gucken, was Buck dazu zu sagen hat. Wie wird die Geschichte weitergehen? Maulbeersamen. Haben wir alles schon? Dann verkaufen wir lieber ein paar Saatguttüten, für Tüten meine ich. Tüten. weil Pfirsichsamen brauchen wir überhaupt nicht. Und die sind eine Menge wert. Birnen brauchen wir auch nicht. Tüten auch nicht. Maulbeer auch nicht.
Ja. Reis können wir gebrauchen, aber Reis verkauft er leider nicht. Halt, nein, ich wollte gar nicht. Ich wollte. Wo war denn der Getränk? Das war der Getränkeverkäufer. Der ist weg. Okay. Will niemand mit uns reden? So, Graunebelgipfel. Also wieder den ganzen Weg zurück. Der war doch hier, ne? Ja. Dann auf dem Weg dahin gucken wir uns den Automaten an. Okay, Blattgemüse und Fleisch ergibt Fleisch einen Topf. Was fehlt uns denn hier noch? Was könnten das für Gerichte sein? Also das hier ist vielleicht Schokolade oder so. Sehen aus wie Bonbons. Aber wie man Schokolade macht, wissen wir ja noch gar nicht. Wir haben auch noch gar keine Kakaobohnen oder so. Falls es das überhaupt gibt. Das könnte ein Lolli sein. Ach ja, wir könnten ein bisschen Papier herstellen. Sägespäne und Klebstoff. Lässt auf sich warten, habe ich so das Gefühl. Müsste nicht schon längst Tag sein? Wir wollen doch noch mit Buck reden. Was ist da los, lieber Tag? Komm heraus. Zeig dich. Aufs Stichwort. Aufs Stichwort kommt der Tag. Da muss ich mich jetzt aber beeilen. Schnell die Glocke. Aufstehen! Fuck! Raus aus den Federn! Die Silberkompanie ruft! Oh Gott, und er ist am Verhungern. Verständlicherweise. altmodisch mochte er doch. Oje, oje. Es hat ihm nicht gefallen. Klingt jedenfalls so. Popcorn haben wir. Corn Dog müssten wir noch haben. Toffee müssen wir noch machen. Popcorn, Corn Dog und Toffee. Also Toffee müssen wir, glaube ich, noch machen. Hello.
Okay, und Toffee müssen wir noch zubereiten. Ich muss aber erst mal gucken, wie man den macht. Ist die Frage, sagen wir ihm die Wahrheit? Stanley, komm zurück. Nein. Ich darf ihn nicht umarmen. Ich habe hier diesmal keine Wahl gehabt. Ich durfte es nicht selber entscheiden, ob ich ihm es sage oder wie ich es ihm sage. Ach halt, wir sind ja schon da. Ich wollte gerade den Kurs setzen. Ach Manno. Jetzt ist er traurig. Das kostet einen Obolus? Ist das Charon? Das da oben auf dem Automat sieht aus wie Charon. Ein bisschen. Kann aber auch täuschen. Wir haben ihn ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Nur ganz am Anfang des Spiels. Er ist da, wo wir das letzte Mal nicht hingekommen sind. Kann das sein? Die Leiter steht! Die Leitern stehen. Achso, ach, das ist gar nicht Jackie. Da ist ja noch jemand. Stinker? Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich ihn einordnen soll. Scheint ja ganz lieber zu sein, auch wenn er... auch wenn er manchmal sich etwas kindisch aufführt. Ein anderes Wort fällt mir dafür gerade nicht ein. Hier kommen wir wieder nicht weiter. Kommen wir in die Tür? Könnte bitte jemand mal von der Tür weggehen? Nee, er geht einfach nicht von der Tür weg. Dann ist das vermutlich wieder was für später. Da
Dann müssen wir auf den Pagerruf warten. Haben wir jetzt einen Obolus für einen Riegel ausgegeben, den er nicht haben wollte? Ernsthaft? Huch! Ich bin sehr weit geflogen anscheinend. Okay. Ich helfe gern, aber ich denke, ich bin doch hier die Seelenfährfrau. Legitimerweise. Beschlossen, okay. Hier ist also noch ein Krankenhausbereich. Wir müssten angeln, um was zu kriegen. Noch in den Gewässern von Overburg. Okay, hier gibt es nichts weiter. Das ist echt gewieft gemacht. Das ist echt gewieft. Licht angeln. Das müsste doch unter Wasser leuchten. Ah. Okay. Ja. Ja, das leuchtet auch, wenn es Strom hat. Ich würde sagen, such dir eine Fassung, die Strom hat und das Ding wird leuchten. Aber Sicherheit geht vor. Bitte erst die Sicherung raus, dann die Glühbirne rein, dann die Sicherung rein und dann den Lichtschalter ein. Okay. So. Dann geht's weiter zum Graunebelgipfel. Nix, das Essen eingesammelt. Beziehungsweise das Papier. Selbstgemachtes. Und Toffee. Wie mache ich denn nochmal Toffee? Milchprodukt und Süßstoff. Süßstoff und Milchprodukt. Oh, das können wir sogar kurz warten. Was? Wo? Wie? Was? Peter, wo ist denn der? Da ist er. Und, was mache ich jetzt? Notfall in Küche 1-3. Brauch Hilfe. Das lese ich nicht vor. Da verlangt er jetzt aber was. Wir sind gerade erst weg. Muss ich jetzt wirklich sofort zurück? Kann ich ganz kurz noch das erledigen, weswegen ich hier bin?
Und er gibt mir gleich noch Toffee. Ich habe übrigens Toffee für dich. Das hast du bestimmt noch nie gesehen. Wo habe ich Toffee? Gebe den Befehl. Wie gebe ich den Befehl? Indem ich vermutlich die Taverne aufsuche. Aber vorher gehen wir noch dahin, wo Lilly möchte. Ich bin da. Ich muss gestehen, ich bin auch neugierig. Ich möchte ganz gerne mehr zu den Bildern erfahren. Wie sind wir denn jetzt hier nochmal? Licht war noch nicht aufgeladen. Ich glaube, hier ging es irgendwo lang, ne? Das war schon knapp. Hi. So. Das ist doch keine Whiskyflasche. Das ist doch ein Hut. Heißt das, Stella ist gar nicht tot? Sie liegt im Koma? Und deshalb ist Lilly hier gar nicht wirklich präsent. Sie ist nur die Stimme. Sie sitzt dann an dem Bett von Stella und spricht ihr zu. Was? Nein! Nein, wir haben hier noch Sachen. Wir müssen hier noch Sachen tun. Das mache ich nicht. Nee, noch nicht. Erst erfüllen wir hier unsere Mission. Nein. Wir bringen erst die nach Hause oder weiter, die weiterkommen möchten. Vorher gehe ich hier nicht weg. Ich weiß, ich habe gesagt, ich halte niemanden auf. Und theoretisch müsste das auch für Stella gelten, aber
Es geht nicht. Sie hat eine Verantwortung. Charon hat ihr das immer Licht gegeben und sie wird auch ihre Aufgabe weiter fortführen. So. Wir haben was mit alles. Nordweiler. Achso, wir müssen ja erstmal zu dem Notfall. Was genau da in der Küche schiefgegangen ist, erfahren wir allerdings erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Ciao!